Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, die Ministerpräsidentinnenkonferenz gemeinsam mit der Bundeskanzlerin hat ja vergangene Woche einen Plan vorgelegt, der nun die Grundlage legen soll für die kommende Wochen. Und dieser Plan, wir haben es heute in der Debatte schon vernommen, stößt ja auf durchaus unterschiedliches Resümee oder Feedback und auch bei uns intern haben wir recht kontroverse Diskussionen geführt. Ich werde daher versuchen, auch hier in der Debatte keine einfache Antwort zu geben, die sagt, alles gut oder kann man so nicht machen, sondern einige Bestandteile des Plans aus Sicht der Linksfraktion zu bewerten. Die Öffnungsschritte 1, 2 und 3, also die Regelungen, die auch mit der Veränderung der Rechtsverordnung auch durch den Verfassungs- und Geschäftsordnungsausschuss vom vergangenen Freitag ab heute in Kraft getreten sind, finden unsere Zustimmung. Ob Flugschulen jetzt dringend nötig gewesen wäre, ich weiß es nicht. Ich glaube aber auch, dass das Infektionsgeschehen so oder so davon nicht maßgeblich beeinflusst werden wird. Ich beschränke mich für das Folgende jetzt aber darauf, noch einmal einige wesentliche Punkte herauszugreifen, da meine Vorredner ja die meisten Punkte auch schon bereits thematisiert hatten. Gut finde ich, dass wir mit dem vorgelegten Plan nun einige Schwerpunkte setzen, auch im Bereich der Kontaktbeschränkungen für den Privatbereich, wo wir ja kurz vor den Weihnachtsfeiertagen auch angesichts des damals sehr drastischen Infektionsgeschehens strengere Maßnahmen eingeleitet haben, die mit einer erheblichen Beschränkung von persönlichen Freiheitsrechten einhergingen. Dass diese harte Regelung, ein Haushalt plus eine weitere Person, nun ersetzt wurde durch die bis dahin geltende Regelung von 5 Personen und 2 Haushalten, halten wir für richtig. Die harten Regelungen hatten keinen Bestand mehr. Sie waren auch ein Stück realitätsfern und wurden zu Recht ersetzt. Gleiche Zustimmung können wir auch signalisieren für die Bereiche, und das wurde jetzt auch schon mehrfach genannt, die den Sport insbesondere zur Ermöglichung auch von Bewegungen für Kids wieder zulassen können. Dieser Schritt ist auch ein richtiger Schritt, der zu Recht im Vorfeld auch in diesem Parlament bereits eingefordert wurde. Notwendig finde ich es aber auch, dass die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gemeinsam mit der Bundeskanzlerin eine sogenannte Notbremse eingebaut haben, also einen Schwellenwert, wenn man ihn überschreitet, der dann automatisch auslöst und sagt, dass beschlossene Lockerungen auch wieder zurückgenommen werden müssen. Dass dieser Schwellenwert nun auf 100 liegt, ist eine Setzung, eine politische Setzung, die sich auch an dem derzeitigen Infektionsgeschehen orientiert. Ich finde einen Anteil daran etwas schwierig. Da sind wir in der Bewertung durchaus unterschiedlicher Einschätzung. Wenn wir aber bei einem Infektionswert von 90 mehrere Wochen konstant bleiben, können Lockerungen durchgeführt werden, während uns allen auch klar ist, dass ein Wert von 90 noch deutlich zu hoch ist. Klar ist allerdings auch, dass aus meiner Sicht die Formulierung, die die MPK getroffen hat, die davon spricht, dass hier ein stabiler Wert unter dieser Obergrenze auch bedeutet, dass wenn wir ein dynamisches Infektionsgeschehen haben und innerhalb von 2 Wochen von einem Infektionswert von 50 auf 90 klettern und damit dem Wortlaut nach durchaus durchgehend unter 100 lagen, es sich trotzdem verbieten würde, weitere Lockerungen einfach so zu gehen. Ich hoffe, dass wir diese Formulierung gleich so interpretieren und auch im Parlament bei der Befassung kommender Rechtsverordnung so besprechen werden. Diese Formulierung schließt dann etwas an, wenn wir über die Frage sprechen, was sind eigentlich die richtigen Maßstäbe für einen derartigen Plan. Wenn wir uns ausschließlich auf den Inzidenzwert konzentrieren, wäre die Formulierung, die ich eben gewählt habe, nicht zulässig. Wenn wir aber gleichzeitig die Dynamik des Infektionsgeschehens mit betrachten, erhalten wir ein schärferes Bild. Ebenso, wenn wir zusätzliche Faktoren wie die Belegung der Intensivbetten oder auch die Nachverfolgbarkeit der Gesundheitsämter heranziehen. Der vorgelegte Plan geht also davon aus, dass das derzeitige Infektionsgeschehen auf dem Niveau, wie es derzeit ist, wenn es eben nicht über dem 100er-Wert ist, kontrollierbar ist und auch in gewissem Rahmen so hingenommen werden muss und Lockerungen ermöglicht, solange das Infektionsgeschehen nicht sprunghaft ansteigt. Das Ziel dieses Planes ist es also nicht mehr, Infektionen deutlich zu reduzieren, sondern so weit zu lockern, soweit es auch geht. Ich kann Ihnen als Gesundheitspolitiker auch sagen, dass ich durchaus mit einigen Sorgenfalten auf die anstehenden Lockerungen schaue und daher
wir uns alle gemeinsam dazu verpflichten müssen, gemeinsam verschiedene Faktoren im Blick zu behalten, um nicht nur getrieben von lauter werdenden und durchaus nachvollziehbaren Stimmen hier einen Weg der Lockerungen zu gehen. Richtig ist aber auch, dass der derzeitige Lockdown soziale, psychische und auch gesundheitliche Folgen durch die derzeitigen Beschränkungen verursacht. Hier stehen also nicht nur Gesundheitsschutz, strengen Regeln, strengeren Forderungen aus Wirtschaftsinteressen gegenüber, sondern hier muss durchaus abgewogen werden zwischen gesundheitlichen, psychischen, sozialen Folgen durch den Lockdown und mit einer Lockerung einhergehendes Infektionsrisiko. Nichtsdestotrotz hätte ich einen Stufenplan durchaus nachvollziehbar gefunden, der beispielsweise die Öffnungsschritte 1, 2 und 3, die wir derzeit haben, an ein Infektionsgeschehen unter 100 knüpft, weitere Lockerungen unter 50 vorsieht, weitere Lockerungen unter 35 vorsieht und damit stärkere auch Anreize bietet für eine Reduktion des Infektionsgeschehens, ähnlich wie der Plan, der auch durch das RKI vorgestellt wurde. Ich teile damit durchaus einige Sorgen, die derzeit geäußert werden. Ich kann aber auch zum Ausdruck bringen, dass klar ist, dass eine derartige Pandemie eben nicht einseitig und ausschließlich durch die Perspektive Gesundheitspolitik oder Pandemiebekämpfung im Sinne von Epidemiologie bekämpft werden kann. Unstrittig ist, dass die Krise eben viele prekär Beschäftigte, MinijobberInnen, KneipeninhaberInnen, kleine und mittelständige Betriebe, Solo-Selbstständige und viele andere deutlich nicht nur finanziell, sondern auch an psychische Belastungsgrenzen getrieben hat. Ich kann daher sehr gut die Rufe nach Lockerungen verstehen, genauso wie ich die Rufe derjenigen verstehen kann, die eben nicht im Keller ein Trainingsgerät haben als Ersatz für geschlossene Sportanlagen oder denen in beengten Wohnverhältnissen die Decke auf den Kopf fällt. Es ist also klar, dass wir unter Beachtung gesundheitlicher Folgen und auch der Belastung, die der Lockdown mit sich einherbringt, nun uns auf den Weg machen würden, in klaren Regelungen und Grenzen Lockerungen zu gehen. Dass die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sich aber mit der Bundeskanzlerin nicht darauf einigen konnten, beispielsweise die Kinderkrankentage aufzustocken, die in vielen Familien mittlerweile schon aufgebraucht sind, zeigt auch, dass auch dieser Beschluss es nicht schafft, die soziale Schieflage, die auch durch die Krise noch einmal verschärft wird, entsprechend auszugleichen. Ich halte es für ein Unding, dass die CDU-Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sich hier dagegen ausgesprochen haben, diese soziale Unwucht auszugleichen. Auch, dass es keine Anpassung der Hartz-IV-Regelsätze gibt oder es keine Regelungen gibt, die beispielsweise verhindern, dass es zu Zwangsräumungen in Form von durch Mietschulden kommen kann. Auch diese Regelungen wären aus meiner Sicht in einer derartigen Krise notwendig, um eben auch eine soziale Schieflage zu vermeiden. Ich finde es daher überhaupt nicht falsch, wenn wir nun über einen Härtefallfonds sprechen, der zwar noch nicht so richtig geklärt ist, was er eigentlich genau tut, wenn wir damit in erster Linie mittlere und kleine Unternehmen in den Blick nehmen. Ich glaube aber auch, dass wir gut beraten werden, ähnliche Härtefallfonds und Kompensationen für Privatpersonen in pandemiebedingten Notlagen aufzustellen. Insbesondere heute, am 8. März im Internationalen Frauentag oder auch Frauenkampftag kommt eine Debatte nicht aus, ohne die besondere Schieflage in Bezug auf die Geschlechterfrage in der Krisenbewältigung aufzurufen. Die Krise wurde bisher vor allen Dingen im Sozial- und Gesundheitswesen von den Beschäftigten, die nun mal mehrheitlich Frauen sind, unter Aufbringung immensen Einsatzes die Stirn geboten. Abgesehen von Prämien, und die sind bei weitem nicht bei allen angekommen, bleibt es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe für eine grundlegende Aufwertung der sogenannten, und ich möchte das in Anführungsstrichen verstanden wissen, Frauenberufe zu sorgen, die sich von Applaus alleine nichts kaufen können. Gleichzeitig haben vor allem Frauen im Privatbereich zusätzliche Care-Arbeiten übernommen und müssen den Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung stemmen. Die Krise hat auch zu einer Retraditionalisierung von Geschlechterrollen geführt. Ich nehme mir als Mann heute am Internationalen Frauentag nicht heraus, Ihnen zu erklären, was man jetzt alles besser machen müsste, sondern werde heute vor allen Dingen zuhören und Ihnen aber gleichzeitig zusagen, dass wir als Linke und auch als Koalition in den kommenden Jahren Wert darauf legen werden, in der Krisenbewältigung Geschlechtergerechtigkeit immer mit zu beachten.
Ich möchte aber wieder darauf zurückkommen, was in den konkreten Beschlüssen der MPK noch weiteres steht und auch auf die Frage der Tests noch einmal zu sprechen kommen. Am 16. Februar hat Jens Spahn versprochen, dass zum 1. März, also vergangenen Montag, Schnelltests zum Selbsttesten für alle umsonst zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelt es sich ja technisch gesehen um die Tests, die schon bereits seit September letzten Jahre durch geschultes Personal zum Einsatz kommen. Die Gesundheitsministerinnen und Minister und Senatorinnen haben das gleichzeitig mit uns allen aus der Zeitung erfahren und ich kann Ihnen sagen, die Verwunderung war durchaus groß. Dieses Mal bei einer Spahn-Ankündigung sollten es also flächendeckende Tests sein. Und auch diese Ankündigung, das ist nicht die erste dieser Art, wurde so nicht umgesetzt. Und weil man es nicht geschafft hat, dieser Ankündigung auch Taten folgen zu lassen, hat man jetzt eine Taskforce eingesetzt, zu der dann Jens Spahn und der Chaosminister Andi Scheuer zusammen den Hut übernehmen. Die Gründung dieser Taskforce ist ja im MPK-Beschluss bereits angelegt. Darin heißt es, ich zitiere, dazu wird die Bundesregierung mit der Wirtschaft noch in dieser Woche abschließend beraten. Dieser Abschnitt bezieht sich auf den Passus, wo es um die Schnelltests in den wirtschaftlichen Betrieben geht. Am Freitag, also 2 Wochen nach der MPK, hat die Taskforce Spahn-Scheuer dann auch diesen klaren Handlungsauftrag an die Wand gefahren. Das Treffen mit der Wirtschaft brachte kein Ergebnis. Abschließend beraten wurde also gar nichts. Hinterher wurde Herr Spahn in der Bild-Zeitung zitiert mit dem Zitat, warum soll ich jetzt Tests beschaffen? Er verstehe sowieso nicht, wieso er sich als Bundesminister mit so etwas beschäftigen sollte, Zitat Ende. Ehrlich gesagt, wenn es nicht so bitter wäre, wäre es schon fast etwas humoristisch. Ich bin davon überzeugt, dass wir Vertrauen in die Bewältigung der Krisen bewältigen, wenn wir Vertrauen in das Bezwingen dieser Pandemie stärken wollen, wir alle gut beraten sind, nur die Versprechen auszusprechen, die wir auch halten können. Und das, meine sehr geehrten Damen, muss auch für einen Bundesminister gelten. Und weil es immer wieder zur Sprache gekommen ist, dass jetzt ja sogar Aldi Schnelltests hat, dann glaube ich aber auch, muss man dazu sagen, wenn das jetzt die unterschwellige Kritik ist, der Markt würde es nun eben regeln, dann soll man mal versuchen, um 7:55 bei Aldi noch einen Schnelltest zu bekommen. Da waren die nämlich auch schon alle vergriffen. Und daher halte ich es für richtig, dass wir hier immer nur das zusagen, was wir auch einhalten können. Und an dieser Stelle sind wir dann bei Bremen, wo ich finde, dass wir uns sehr gut sehen lassen können, denn wir sind nach wie vor an der Spitze, manchmal tagesaktuell auf Platz 2, was die Impfquoten angeht. Und wir haben überwiegend positive Rückmeldungen über reibungslose Abläufe bei der Terminvergabe und bei den Impfungen. Das Einzige, was uns derzeit zurückhält, sind noch überschaubare Impfstofflieferungen. Auch hier liegt das Problem nicht auf Seiten der staatlichen Organisation in Zusammenarbeit mit Privatwirtschaft und Hilfsorganisationen, sondern im Bereich unzuverlässiger Lieferzusagen. Daher aber an dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank an das Ressort, die Krisenstäbe und vor allen Dingen alle Beschäftigten, die vor Ort und im Hintergrund für ein derart reibungsloses Vorgehen, auch unter zusätzlichen Herausforderungen, die noch unterwegs dazukommen, gewährleisten können. Auch die habe ich genannt gerade. Und wo wir gerade beim Thema sind, Dinge, die gut laufen in Bremen und auch nicht ausreichend vom Bund geregelt werden. Bei Schnelltests an Schulen sind wir auch vor Ort hier schon um einiges schneller. Es wurde bereits genannt, 1,3 Millionen Tests sind schon bestellt. Dafür 1 Million Tests für die Schülerinnen und Schüler, die dann 2-mal pro Woche und nicht bloß 1-mal pro Woche in der Zukunft getestet werden sollen, um so ein sicheres Lernen und Aufhalten in Schule zu ermöglichen. Vielen Dank an dieser Stelle auch an das vorausschauende Handeln der Bildungsbehörde und des Gesamtsenates. Lassen Sie mich noch einmal abschließen mit einer Bestandsaufnahme und einem kleinen Ausblick schließen. Für den Moment halten wir die maßvollen Lockerungen, die seit heute auch in der Rechtsverordnung aufgenommen wurden, für angemessen. Ich begrüße auch, dass es einen, wenn auch etwas komplizierten Plan gibt. Ich habe aber durchaus Sorge bei den anstehenden Lockerungen und dem damit einhergehenden Signal, dass das Infektionsgeschehen möglicherweise neu zu bewerten sein wird. Dafür müssen wir neben dem Inzidenzwert auch die Reproduktionszahlen, die Krankenhauskapazitäten und die Ausbreitung der Mutanten in den Blick behalten. Ich hoffe sehr, dass die jetzigen Schritte Bestand haben und wir bei allen weiteren vorab intensiv beraten und abwägen werden, ob sie auch im Lichte neuer Zahlen vertretbar sind.
Einen Öffnungswettlauf, auch im Verhältnis zu Umlandkommunen, dürfen und können wir uns nicht erlauben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.